Guten Tag. Schön sind Sie auch im neuen Jahr bei uns. Und wir beginnen heute bei Adam und Eva, tatsächlich. Wir wollen nämlich klären, warum Frauen bis heute um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Seit wann das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen überhaupt besteht und ob daran wirklich Eva schuld ist. Bei der Erklärung dieser Fragen helfen mir der Evolutionsbiologe Karel van Schaik und die feministische Theologin Christine Stark. Schön, dass Sie beide hier sind. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ja, Karel van Schaik, Sie haben kürzlich dieses Buch hier geschrieben, zusammen mit dem Historiker Kai Michel. Mhm. Darin beschreiben Sie, wie die Ungleichberechtigung und die soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen eben eine Anomalie der Menschheit sei. Denn über die größte Zeit haben die Menschen gleichberechtigt nebeneinander gelebt. Ich frage Sie, ist also das Patriarchat bald am Ende? Es ist eine Anomalie. Ob es am Ende ist, liegt an uns natürlich. In der Schweiz ist es gesetzlich natürlich eigentlich schon am Ende. Für den Gesetz sind Männer und Frauen gleich. Aber es gibt natürlich verborgene, verdeckte Diskriminierungsfälle, die man so. Zum Beispiel in der Medizin ist es so, dass viele Krankheitssymptome sind für Männer beschrieben. Und wenn man dann Frauen mit der gleichen Krankheit hat, dann haben sie oft andere Symptome. Und vielleicht kriegen sie dann nicht die richtige Behandlung. Medikamente werden häufig nur an Männer getestet. Natürlich haben Frauen das Problem mit diesen Zyklen und so weiter. Und dann sind die Daten. Es ist schwieriger, das zu analysieren. Genau. Aber dann geht etwas vergessen. Also es gibt ein ganzes Buch über dieses Thema, unsichtbare Frauen. Mhm. Also das daran denkt man nicht. Man denkt, es sei alles schon vorbei. Aber da gibt es immer noch so verdeckte Diskriminierungsseiten. Sie sprechen da auch diesen Gender Data Gap an. Frau Stark, diese These, war Ihnen die schon bekannt? War das erstaunlich für Sie? Also zugegeben war vieles in dem Buch für mich weniger erstaunlich, weil ich schon kannte, mich natürlich auch gerade mit den theologischen Teilen schon beschäftigt hatte im eigenen Studium, im eigenen theologischen Denken. Neu sind natürlich also alle Erkenntnisse, die irgendwie dann in diese, Sie sprechen ja von 99% der Menschheitszeit und irgendwie ist mir das 1% sehr vertraut und in den Leib eingeschrieben und vieles, was ich von der Vorzeit da drin gelesen habe, habe ich auch neu gelernt. Mhm. Das fand ich auch interessant. Das wollen wir dann heute auch erörtern. Ich möchte das aber klären, weshalb Sie hier drin, Sie sprechen eben nicht vom Patriarchat, sondern von der Patrix sprechen. Ja. Weshalb machen Sie das? Ja, das hat auch historische Gründe. Das Patriarchat, es ist häufig, wird es anders verwendet, als es eigentlich in der Anthropologie technisch gemeint ist. Das ist einfach eine Gesellschaftsstruktur, wo die Männer dominieren und alle wichtige Ämter haben, zum Beispiel alle vererbte Ämter und so weiter. Und dann, was wir auch zeigen wollen mit Patrix, das ist ein Spiel auf Matrix, dieser Film, dass da, es ist eine Art von Weltanschauung, wobei die Männerseite das Normale ist und das andere eine Art Abweichung hier darstellt. Und eine Verzerrung, könnte man sagen. Und gerade das Beispiel mit der Medizin sieht man, dass es ganz tief in uns eingreift und unsere Weltanschauung wirklich geprägt hat. Was sagen Sie denn als feministische Theologin dazu? Ist das ein Mehrwert, diese Neuschaffung des Begriffs Patrix mit Anspielung auf Matrix? Ja, mit Anspielung auf Matrix bin ich mir nicht sicher. Aber das wäre jetzt ein Filmgespräch, wenn wir uns über Matrix unterhalten, weil es da ja eine Scheinwelt ist und der Film eben auch sehr männlich ist. Ja. Also ich mag ihn als Unterhaltungsfilm, aber er ist schon sehr, sehr männlich, aber auch sehr, also mit ganz viel religiöser Symbolik durchdrängt. Deswegen, also das Wortspiel ist schön, weil es ein bisschen einen löst von anderen Dingen. Aber es wäre noch schöner, wenn man noch ein weniger belastetes Wort als Matrix finden würde. Also Matrix durch den Film belastet. Mhm. Aber es ist anregend. Man braucht ein Bild. Ja, genau. Ja. Aber um das nochmal mit dem Patriarchat, das heißt ja auch die Herrschaft weniger Männer über mehrere Menschen. Klar. Also es ist das Missverständnis, wenn man sagt, alle Männer herrschen und alle Beherrschten sind weiblich. Genau. Sondern dass quasi die Herrschaftsform von männlich definierten Herrschaftsriege, das können ja auch Frauen sein,
über eine Mehrheit der Beherrschten. Und würden Sie sagen, das herrscht denn noch heute, das Patriarchat, wie Sie es gerade beschrieben haben? Ja, das Patriarchat, das klingt so, wie wenn es irgendwie eine Instanz wäre, die es wirklich, oder ein Lebewesen. Aber als Struktur würde ich das schon sagen, in verschiedenen Abstufungen. Sicher sind wir hier in so einer kleinen Welt, überhaupt in Westmitteleuropa, also in der Schweiz oder aber auch in anderen Ländern, wo wir uns mit Problemen rumschlagen, die ich als patriarchal bezeichnen würde, die für andere Gesellschaften schon ein enormer Schritt wären. Also wenn ich mich über zwei Wochen Vaterschaftsurlaub oder so denke, also, und alle denken, es ist eine, also viele denken, es ist eine Errungenschaft, einige oder viele sagen, es ist dann gibt es aber auch Länder, wo es gar keine, keinen gesellschaftlichen Schutz gibt für werdende Eltern oder gewordene Eltern. Deshalb setzen wir damit auch ein Zeichen. Wenn wir in der Schweiz zeigen, dass eine Gesellschaft, wo das Patriarchat oder die Patriks nicht mehr so prominent vorhanden ist, dass man trotzdem ein ganz glückliches, wohlfahrendes Land produzieren kann. Das ist ein Zeichen für andere Leute auf der Welt, für andere Frauen auf der Welt auch. Steigen wir doch mal richtig ein. Sie beginnen in Ihrem Buch bei der Paradiesgeschichte. Sie nehmen jetzt schon zum zweiten Mal die Bibel als Objekt, als Forschungsobjekt. Als Evolutionsbiologe erklären Sie mir, weshalb Sie das machen. Weshalb ist das Ihr Forschungsobjekt? Weil die Schöpfungsgeschichte, Bericht 1 oder Bericht 2, natürlich bei vielen Menschen noch sehr prominent eine Rolle spielt. Also in unserer Gesellschaft, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, um diese Geschichte kommt man nicht herum. Und es wird ja immer auch noch als Rechtfertigung verwendet, um zu sagen, die Frauen sind Bürger zweiter Klasse. Wenn Sie ansprechen, dass sie immer noch vorhanden sind, das stelle ich auch fest, virulent vorhanden, nämlich zum Beispiel in Werbungen. Man sieht hier, es geht um die Verführung. Da wird Eva Longoria, die Schauspielerin, dafür benutzt. Oder hier Eden, wo es um einen verführerischen Duft gehen sollte. Das finde ich ja schon erstaunlich, wie das fortwirkt, obwohl man es längstens schon auch als Mythos entlarvt hat. Ja, es ist einfach ein sehr schöner Mythos und es ist sehr einprägsam, oder? Wir haben in der, wie ich sagen würde, fehlerhaften Auslegung dieses zweiten Schöpfungsberichts haben wir sehr einfache Rollen, oder? Es ist klar, wer gut und böse ist und Mann und Frau. Es ist eigentlich wie bei einem Märchen. Dass es fehlerhaft ist, das finde ich interessant, dass Sie das so formulieren. Die Auslegung, die ich Aber was ich erst noch sagen wollte, ist, dass es wie ein Märchen ist, also eine begrenzte Personenzahl oder wie ein Tragödie, griechisches Drama, macht irgendwas und daraus leitet sich was ab. Und das, es hält sich hartnäckig. Fehlerhaft habe ich jetzt gemeint, aber da wird man dann ins Detail gehen, ist diese, dass es Geschlechterstereotypen festschreibt. Also ich finde ja diese Werbung weniger, es ist eine androgyne Figur von dem Parfüm. Aber hier natürlich, also die ist ja sehr sexistisch, würde man sagen, oder sie spielt mit dem Sexismus. Also die Frage ist, ob ich jetzt aus feministischer Empörung dieses Eis nicht essen soll oder erst recht quasi aus... Würden Sie es denn essen? Das liegt nicht an der Werbung. Da bin ich frei genug zu sagen, ob es mir schmeckt oder nicht. Aber der Fehler ist gewissermaßen, dass das mit dieser Verführung verbunden wird. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Genau, also Verführung lesen wir ja auch gleich als, also es ist sehr sexualisiert aufgeladen, die christliche Auslegungsgeschichte. Das muss man schon sagen. Es ist wirklich die christliche Geschichte, die da eine Brille draufgelegt hat und es hat sich dann auch noch mal verstärkt. Also nicht, also im Neuen Testament ist sie draufgelegt worden und dann hat sich's noch mal verstärkt, dieser Sexismus, der in der, würde ich sagen, in der Bibel nicht gegeben ist. Bester Beweis ist, dass wir diese ganze sexistische Auslegung im Judentum nicht haben. Sie teilen diese Geschichte und haben sie auch schon quasi, also ist die dem Christentum vorausgehende Religion. Also es gibt schon eine lange Tradition, je nach Entstehungszeit 800 Jahre funktioniert die Geschichte ohne diese, diesen Sexismus und dann schlägt der rein. Und das meine ich mit der falschen Lesart. Und das ist ja auch sehr erstaunlich, weil die Eva ja eigentlich in der Geschichte eine ziemlich starke Rolle spielt. Sie ist autonom, der Mann gehorcht ihr und so weiter. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, Herr van Schaik. Das Buch heißt Die Wahrheit über Eva. Was ist denn die Lüge über Eva? Genau, diese Idee, dass wie man heutzutage diese zweite Schöpfungsbericht
deutet, nämlich dass die Frau dem Mann untertan sein muss. Mhm. Das war ja nie der Fall vorher. Und das ist diese Anomalie, das ist irgendwann mal entstanden, aber gleicher Zeit mit der Schrift, mit Staatbildung, mit also Weitergabe von Erkenntnissen und so weiter, als wäre das die ganze Menschheitsgeschichte. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Und es geht so weit, wie Sie vorhin gesagt haben, der Mann, also bei diesem Medizinbuch, der Mann als der Standardmensch, ja. Das ist schon da gegeben, weil wir ja also das Wort Ha-Adam ist dann auch in der Bibel immer die Bezeichnung für der Mensch. Ja. Also, und das ist schon wie angelegt. Also Eva ist so der abweichende Mensch oder die andere, oder wie wir es auch in der feministischen Philosophie haben. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist natürlich, dass Sie jetzt das Buch als Agnostiker lesen. Sie schreiben das selber in beiden Büchern im Vorwort. Für Sie ist die Bibel kein heiliges Buch. Nein. Für Sie jetzt auch als Christin, feministische Theologin, wie gesagt, hat das einen anderen Stellenwert. Was verpassen wir denn, wenn wir die Bibel mit diesem anthropologischen Blick lesen? Oder verpassen wir überhaupt etwas? Ja, das weiß ich eben nicht, ob man was verpasst. Also ich lese es anders durch meine Prägung und durch meinen persönlichen Glauben. Und ich komme da auch nicht raus, das anders zu lesen. Das finde ich immer interessant. Mhm. Mit so Vergleichstexten, Sie bringen ja ugaritische Texte, man kann auch andere Texte oder deuterokanonische Texte bringen. Ich merke, ich lese die anders. Mhm. Also es ist für mich interessanter oder relevanter, die Auseinandersetzung mit biblischen Texten, also da bin ich vielleicht auch Protestantin einfach genug, dass das so der Anker ist, an dem man sich dann auch abarbeiten muss natürlich. Also ob es einen Mehrwert oder einen weniger Wert gibt, wenn man es mit anderen Augen Aber die Frage dreht sich doch auch darum, inwiefern das ja auch göttlich inspiriert ist, was man liest, oder? Ja gut, aber das ist jetzt, würde ich jetzt auch sagen, in westmitteleuropäischer Theologie auch nicht der Standard, die Annahme. Also sicher nicht verbal inspiriert, also die Vorstellung, dass es quasi von Gott direkt in die Person, die es zum ersten Mal aufgeschrieben hat, hindurch in die Feder gegangen ist, ohne dass die Person auch mal darüber nachgedacht hat. Also die Vorstellung findet man natürlich in biblizistischen oder evangelikalen Kreisen, aber die habe ich jetzt auch nie so getan. Ja, genau. Die Frage war ja, wenn es göttlich inspiriert ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch diktiert ist. Das ist auch ein großer Unterschied, oder? Okay, also ich würde sagen, es ist sicher, also die Bibel gibt mir Geschichten oder Texte, wo andere Menschen mir über Gott erzählen. Also eben diese göttliche Inspiration klingt so top-down und ich würde schon eher aus einer Glaubenshaltung heraus sehen. Mhm. Und dann muss ich mich dann damit auseinandersetzen und schauen, also prüfet alles, das Gute behaltet, steht auch in der Bibel. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, welche Texte in welcher Art und Weise zu mir heute sprechen oder über die ich sprechen möchte. Kommen wir doch zu Ihren Forschungsergebnissen, Herr van Schaick. Ich habe es zuvor schon gesagt, ein Großteil der Menschheitsgeschichte hat man offenbar egalitär in Jäger- und Sammlergesellschaften gelebt, nomadisch auch. Ja. Und das war die Normalität. Jetzt habe ich hier Stift und Papier dabei, damit Sie uns das auch so ein bisschen visualisieren können, was denn in der menschlichen Welt so innerhalb weniger Jahrtausende so schiefgelaufen ist. Okay. Ja, dann fangen wir mal an bei ungefähr 2 Millionen Jahren. Nicht? Und dann enden wir heute. Also 2 Millionen Jahren, vor 2 Millionen Jahren sind die Belege gut, dass die ersten schimpansenartigen Menschenaffen auf die Savanne gegangen sind. Also die Savanne. Was ist daran so spannend? Die Savanne ist ein sehr gefährliches Habitat. Offener Bereich, ja. Es ist offen, man kann nicht mehr auf die Bäume zurückfliehen. Man muss sich also verteidigen. Das hat man gemeinsam machen müssen, denn alleine ist man nicht gut genug. Es hat auch die Technologie natürlich einen Vorteil verschafft, denn das hat man mit Stöcken und Steinen gemacht. Aber man muss dort dann auch überleben, also etwas essen. Die Futterheranschaffung dort ist schwieriger als im Wald. Es gibt viel weniger sanfte Früchte und so weiter. Also auch das wird technologisch. Das bedeutet also, dass man hier eine Art ökologische Nische reinrutscht, so allmählich. Denn das war natürlich nicht gewollt. Das war, weil die Wälder geschrumpft sind und sie müssten raus.
Das ist eine klimatische Frage. Eine Klimaänderungsfrage. Also die entwickeln sich eine Nische, die über die Jahrhunderttausende, das, jetzt nennen wir das Jagen und Sammeln. Das Spannende ist also, dass eigentlich die Geschlechter da mehr oder weniger unterschiedliche Nischen hatten und sich alles teilen müssten. Das hat sich natürlich in die Psychologie eingeprägt, denn jede Art hat eine Psychologie, die dazu hört, wie man lebt und wie man seine sogenannte Subsistenz bestreitet. Und das führt also dazu, dass wir eine Art Komplementarität zwischen Männern und Frauen entwickelt haben, dass innerhalb der, das muss ich auch noch sagen, hier entstehen also auch allmählich Paarbindungen. Das sehen wir bei fast allen Arten von Primaten, die in riesigen Gruppen leben. Dann bricht das Monopol vom Alpha-Männchen weg. Und dann gibt es Raum, könnte man sagen, Spielraum für Paarbildungen. Das sieht man sehr allgemein. Und das hat sich dann bei Menschen durchgesetzt, nie so wie heutzutage. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Das ist ja, genau, das war natürlich noch nicht so ganz so. Aber allmählich hat sich das entwickelt. Und dann, jetzt reden wir, das ist nicht mal so mal richtig, denn hier wäre ungefähr 1 Million, so ungefähr vor 12.000 Jahren. Die Eiszeit, die letzte Eiszeit geht zu Ende. Und diese nomadischen Jäger und Sammler, wo, das muss ich noch sagen natürlich, die Männer und Frauen waren mehr oder weniger gleichberechtigt. Denn der Mann braucht, was die Frau gesammelt hat, die Frau braucht, was der Mann gejagt hat. Und das ist das Teilen innerhalb der Familie, zwischen den Familien, in einer so eine kleine Bande, Band nennt man das auf Englisch, wird geteilt. Und auch manchmal zwischen diesen Bands, Leute werden wechseln hin und raus und manchmal helfen sie sich noch gegenseitig, wenn es hier mal weniger zu essen gibt und so weiter. Also starke Komplementarität. Totale Komplementarität, totale Unterstützung, auch bei der Kindererziehung. Also das sogenannte Cooperative Breeding, wofür es kein schönes deutsches Wort gibt. Also dass man in Gruppen, die sowas wie Gruppenaufzucht, das klingt jetzt unschön, aber dass es nicht eine Frau für ein Kind zuständig ist. Genau. Und dass die Frau viel Hilfe bekommt, wenn sie ihr Kind erziehen möchte. Und also das hat sich so, das ist unsere, was wir erste Natur nennen, die Psychologie der Mensch, des Menschen und der Menschen hat sich so über diese 2 Millionen Jahre etabliert. Ja. Dann ist die Eiszeit zu Ende, wird es plötzlich an bestimmten Orten, zum Beispiel in diesem fruchtbaren Halbmond, insbesondere so denk mal an Jericho, diese westliche Ecke dort, wird es plötzlich ganz nett. Viel Wild, Unmengen von Gräser, wovon man die Samen essen kann, die waren damals noch ein bisschen kleiner als heutzutage. Das ist dann heutzutage Weizen und Roggen und so weiter geworden. Dann haben die Leute sich immer weniger bewegt, weil sie haben sich mehr oder weniger angesiedelt. Diese Leute vorher waren immer nomadisch. Aber wenn das Essen vor der Tür wächst, dann muss man nicht mehr, weg. Rumgehen. Und das macht man gerne. Und aus dieser Umwandlung hat sich dann über ein paar tausend Jahre die Landwirtschaft erstmal, das würde man jetzt Hackbau nennen, und dann nach einer Weile wird es intensiver, da würde man jetzt echt über Ackerbau reden und Viehzucht. Also da dieser Schnitt ist die Sesshaftigkeit, die Sie da ansprechen. Genau, das ist hier die Sesshaftigkeit. Das hat hier angefangen. Also, je nachdem, wo man sagt, ab hier sind es Menschen, das ist natürlich beliebig, früher war es 200.000, jetzt reden wir von 300.000, aber man könnte auch von 500.000 reden, dann sehen wir die ersten Hinweise, dass sie ganz komplizierte Werkzeuge machen, wobei Teile zusammengesetzt werden. Je nachdem, wie man sieht, man, dass die größte Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir ganz anders gelebt als nach dieser Sesshaftwerdung. Genau, das interessiert mich jetzt nämlich. Dieser kleine Teil, man sieht es ja schon, da haben wir einen großen Teil, Egalität und Sie haben sogar gesagt, eben das gegenseitige Unterstützung. Genau. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes ab der Sesshaftwerdung. Ja. Da ist es nämlich nicht mehr egalitär. Was geschieht da? Das Lustige ist, die ersten paar tausend Jahre, dieses Ethos ist so tief verankert. Kann man nicht einfach abschütteln. Wird man nicht los. Das fängt erst an, wenn die Landwirtschaft entsteht. Also bei diesen Hackbauzeiten, da war eigentlich noch nichts Neues. Das ist das sogenannte mythische Matriarchat, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Hier wird es dann anders, wenn nämlich die Überschüsse, also die Produktion, hochgeht.
und man Vorräte hat, dann hat man das Problem, dass Leute das vielleicht sich aneignen wollen, Fremden. Mhm. Muss man es verteidigen. Und das ist der erste Schritt Richtung Patriarchat, dass dann die Männer, die müssen dort bleiben, wo sie geboren sind, weil die Clans müssen jetzt ihr Gebiet verteidigen, ihre Vorräte, ihre Häuser, ihr Land. Das ist der erste Schritt zum Patriarchat. Gut, da sprechen wir gerne jetzt gleich noch darüber. Jetzt muss ich zuerst verstehen, es gibt sowas wie Sesshaftigkeit, die irgendwann eintrifft nach dieser ganzen Thema Savanne und so weiter. Mhm. Sesshaftigkeit, dann ein paar tausend Jahre kann man die alte Natur quasi oder Psychologie nicht abwerfen. Und erst dann kommt sowas dann irgendwann wie eine männliche Dominierung. Weshalb wissen wir das denn so genau? Es gibt ja keine schriftlichen Zeugnisse von damals. Ja, aber teilweise, da haben wir zwei Quellen. Teilweise sehen wir viele von diesen Stufen im Nachhinein gesehen, auch noch ethnografisch. Mhm. Also man geht irgendwo und sieht Leute, die sind noch Jägersammler. Man sieht Leute, die haben noch einfache Hackbaukulturen mit ganz tiefen Dichten. Man sieht Leute, die haben noch Landwirtschaft, aber nur mit Steinwerkzeugen, mhm, und so weiter. Und natürlich, das ist die eine Seite. Und die Archäologie, die erzählt uns auch immer mehr. Zum Beispiel in diesem Fall können wir mit Ancient DNA schauen, wo kommen die Leute her, die dort leben. Aber was sagt uns das? Weshalb können wir daraus die Geschlechterverhältnisse ableiten? Nein, das habe ich noch nicht verstanden. Hier reden wir noch nicht von großer Ungleichheit. Hier sehen wir den ersten Schritt. Patrilokal. Das bedeutet, dass die Männer alle zu Hause bleiben. Mhm. Das bedeutet aber schon auch, dass die Frauen irgendwo anders herkommen. Die sind nicht mehr bei ihrer Familie. Hier war das alles ganz anders. Mhm. Denn das ist alles sehr flexibel und man kann in 5 Minuten bei der Familie sein. Und zum Beispiel, wenn dir Unrecht getan wird, dann kannst du deine Familie ganz schnell rekrutieren, um etwas daran zu ändern. Und dann passiert es auch viel weniger natürlich. Und Sie beschreiben das ja auch ganz eindrücklich hier drin, was da alles geschieht, nebst dem, dass die Frauen eben weggehen müssen und dadurch ihre Netzwerke quasi zerstört werden, dass die Geburtenraten steigen. Das also fängt schon hier an. Ist eine gesundheitliche Frage und die Ernährung sich verändert, oder? Genau, die wird viel einseitiger natürlich, denn nach einer Weile, das ist das Problem, oder das Geheimnis der Landwirtschaft im Allgemeinen. Die Dichten gehen hoch. Mhm. Wenn es keine Seuchen gibt mal, die Dichten gehen über die Zeit immer höher, wirklich 100.000-fach nach einer Weile. Und erstens kann man nicht mehr zurück. Und zweitens gibt es dann diese eigentlich ständige Gefahr, dass es Kriege gibt und Raubzüge und so weiter. Ja, das ist ja ganz interessant jetzt in Bezug auf das Eigentum, das Sie zuvor auch angesprochen haben. Das kennt ja die Bibel als Geschichte auch, wenn man an Kain und Abel denkt. Also nicht, dass die Dichte hochkommt. Ich habe jetzt gerade bei der Dichte gedacht, dass das auch den Aggressivitätspegel, also ob die männlichen Vorfahren von uns einfach dem Dichtestress nicht standgehalten haben. Bei Kain und Abel kennt man genau das. Also die erste Gewalttat quasi in der Bibel schließt sich ja gleich an dieses Eva-Kapitel an. Und das ist verbunden, also weil Kain und Abel, jeweils der eine als Ackermann, der andere als Viehzüchter dargestellt wird, verdichtet sich so eine Konkurrenzsituation. Und es wird natürlich theologisch dargestellt als Konkurrenz in Bezug auf Gott, aber es endet mit dem Brudermord. Also es endet damit, dass der eine Mann dem anderen den Schädel einschlägt. Mhm. Und das ist ja auch so eine Beschreibung, die ich von Ihnen dann lese, auf große Gruppen bezogen. Ja. Also dass die Jäger... Also Dichtestress oder die Jäger, die sich auch langweilen, habe ich an manchen Stellen das Gefühl gehabt, wenn man keine Tiere mehr jagen kann, jagt man seinesgleichen. Mensch. Ja, aber bei Kain und Abel geht es natürlich um Brüder. Mhm. Und das ist eigentlich der nächste Schritt. Wenn es dann mal wirklich gute, produktive Landwirtschaft gibt, dann gibt es Sachen, die man vererben kann. Wer wird da erben? Mhm. Das ist die Biologie jetzt. In der männlichen Linie kann man viel mehr Enkelkinder produzieren als in der weiblichen Linie. Denn eine Frau hat vielleicht 15, 20 Kinder. Und ein Mann kann, Und die Polygynie entsteht dann auch. Mhm. Jetzt werden zum Beispiel die Söhne sind die einzigen Erben. Aber unter den Söhnen ist meistens auch so, dass es die sogenannte Primogenitur gibt, dass der älteste Sohn alles erbt, mhm, oder Löwenanteil bekommt. Und plötzlich werden diese Brüder jetzt Konkurrenten.
Und das war vorher natürlich nie der Fall. Die waren immer ihre besten Freunde. Und die kann man blind vertrauen. Und auch in der Verteidigung müssen sie sich blind vertrauen, im Krieg und so weiter. Hier plötzlich geht's falsch. Meine, in der ganzen Geschichte, die Königssöhne, die haben sich gegenseitig immer sind an die Gurgel gegangen. Das ist neu. Diese dichte Geschichte ist natürlich eine andere Geschichte, dass jetzt die Männer konnten, am Anfang haben die einfach weitergejagt. Aber da gibt's, je dichter es wird, umso weniger das geht. Mhm. Und dann hat man gemerkt, hey, ich kann die Nachbarn überfallen. Und dort erst mal, statt für eine Frau zu bezahlen, kann ich sie einfach rauben. Mhm. Und wenn das mal anfängt, diese Spirale, dann hört es nie auf, natürlich. Mich wundert natürlich schon, wenn Sie sagen, man für eine Frau bezahlen, da steckt auch schon ganz viel dahinter. Sie haben aber zuvor noch etwas Spannendes gesagt. Sie haben da bei diesen kleinen Punkten gesagt, das mythische Matriarchat. Mhm. Das ist ja immer so eine gängige Idee, die immer wieder aufgekocht wurde. Auch im Feminismus unter anderem der 60er Jahre und danach noch hat man viel Energie in die Erforschung des Matriarchats gesteckt. Weshalb war das so ein Renner? Das ist richtig. Also weshalb kann ich es nicht beantworten. Es ist nur interessant, es ist so wie nur eine Phase, die auch wieder so ähnlich ist. Man blickt in eine paradiesische Vergangenheit. Wobei also so dort war es ja genau umgekehrt. Bei der Matriarchats? Ja, also es ist ja nicht Gleichberechtigung, sondern wären halt einfach die Frauen, die Männer dominieren. Ja gut, das ist sicher quasi auch die Umkehrung der Verhältnisse geschuldet, also diese Fantasie, wobei eine Matriarchatsfantasie auch immer sein kann, dass es die bessere Art der Herrschaft ist. Mhm. Also dass es quasi nicht die Unterjochung, also dass quasi die Herrschenden weiblich sind. Ja, also ich sehe es ja auch als eine Fantasie an, aber dass es quasi anders aufgeladen ist. Also Matriarchat ist positiver aufgeladen als Patriarchat. Mhm. Und was sagt denn aber die Forschung jetzt? Genau, in der Ethnologie sagen wir, diese matrilinealen Hackbaugesellschaften. Also das ist über die Mutter, die Erbschaft quasi über die Mutter weiter. Ja, aber viel zu erben gibt es ja nicht. Genau. Aber das Land ist kommunal besitzt in der weiblichen Linie. Ja. Und da sagen wir, das Gegenteil von Patriarchat ist nicht Matriarchat, sondern Gleichheit. Ja. Und das Konsens, Demokratie, sagen wir mal. Mhm. Und es ist ganz spannend, dass Matriarchat, dieses Konstrukt, wo das herkommt, es hat natürlich viel mit Bachofen zu tun. 19. Jahrhundert, das war alles Fantasie. Und natürlich gibt es diese alten Berichte, aber die darf man nicht trauen, denn das ist häufig, wird das gemacht, um das Patriarchat groß und gut zu machen. Und also, schau mal, wie primitiv die waren. Ja, das ist so eine Entwicklungsgeschichte dann. Genau. Das finde ich interessant. Sie sagen, das ist Fantasie, aber trotzdem war sie natürlich wirkmächtig, eben genau mit Bachofen, den Sie gerade genannt haben. Ich möchte noch etwas kurz da klären, weil eine gängige Vorstellung oder ich sage mal ein gängiges Vorurteil ist doch dasjenige, dass Männer über Frauen herrschen aufgrund von physischer Überlegenheit. Ja, genau. Sie sagen aber, weder Muskelkraft noch Größe hat das ausgelöst, was wir hier gerade aufschlüsseln begonnen haben. Denn dann sollte es doch immer schon gewesen sein. Die Männer waren doch immer schon größer und stärker. Und das war sogar hier noch schlimmer. Wir wissen natürlich nicht genau, denn dafür sind die Fossilfunde zu wenig, um zu sagen, wie genau der Dimorphismus sich benommen hat über diese Zeit. Aber die Männer waren immer größer als die Frauen. Mhm. Und aber das ist das Schöne. Jäger-Sammler-Literatur, wenn man die liest, alle betonen die Gleichheit. Niemand sagt, der Mann kann der Frau zwingen. Ja, es gibt vielleicht mal eine Vergewaltigung hier und da, aber das läuft meistens schlecht ab für den Mann. Also es ist nicht die Stärke. Und das sehen wir genauso bei unseren Verwandten. Also Bonobos kennen viele Leute natürlich, weil sie so lustig sind. Da sehen wir auch, die Männchen sind eigentlich genauso groß als Schimpansenmännchen relativ zu den Weibchen. Trotzdem sind sie ganz nett, weil die Weibchen haben versteckte Ovulation und die können Allianzen bilden. Und das also ist genau wie bei uns. Die Männer wissen nicht, wann der Eisprung stattfindet und Sprung stattfindet und deshalb wissen sie nicht, wann ihre Nachkommen auch tatsächlich, sie befruchtet wurden. Und dann brauchen sie also die Mitarbeit der Weibchen, sagen wir mal, und dann müssen sie sich zurückhalten. Also, dass ein Männchen größer und stärker ist als ein Weibchen. Also in der Verhaltensbiologie sagen wir, Kraft ist nicht gleich Macht. Weil hier sehen wir also andere Faktoren, die Macht beeinflussen, nämlich zum Beispiel die Allianzbildung der Weibchen und diese verdeckte Eisprung, wodurch sie eine Art Hebelwirkung hat,
wo er sich benehmen muss. Wenn er sich nicht benimmt, läuft schlecht ab für ihn. Also genau diese Situation hatten wir etwas Ähnliches hier auch in unserer eigenen Vergangenheit. Das klingt natürlich reichlich pragmatisch jetzt insgesamt. Sie, vielleicht zur Erklärung muss man auch sagen, Ihre Argumentation funktioniert ja auch so, dass Sie sagen, der Mensch ist ein Mischwesen zwischen der Biologie und der Kultur. Klar. Und genau deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, man kann nicht von der Natur des Menschen, also zum Beispiel von der Natur des Mannes, dass er zum Beispiel mehr Muskelkraft hat, irgendetwas Normatives ableiten. Nee. Genau, das ist das sowieso. Ich meine, praktisch sehen wir bei den Menschenaffen oder bei diesen Bonobos und anderen Affenarten auch, dass es schon nicht hinreicht. Aber bei uns sehen wir diese Variation überhaupt zwischen diesen unterschiedlichen Gesellschaftsformen, zeigt schon, dass da die Kultur die entscheidende, entscheidend ist, oder? Und die Kultur, und dann haben Sie das angesprochen, irgendwann beginnen, wir haben da Paarbindungen, haben Sie PB geschrieben? Ja. Beginnt sowas wie Monogamie, also wo setzen wir das an, weshalb entsteht denn sowas wie Monogamie? Das Problem. Weil das ist offenbar ja auch nicht ganz so natürlich. Also, Monogamie hat mehrere Dimensionen, könnte man sagen. Erstens, wie exklusiv ist sie? Zweitens, wie dauerhaft ist sie? Und drittens, was machen wir damit, was wir dann Polygynie nennen, also ein Mann mit mehreren Ehefrauen? Und das sind alles Elemente, die mehr oder weniger unabhängig voneinander variieren können. Und jetzt unsere Monogamie auf Lebenszeit, die exklusiv ist, sein soll. Das ist eine, könnte man sagen, kulturelle Erfindung, die sich so, und dann komme ich vielleicht auch ein bisschen auf Ihrem Terrain, die sich so mit griechischen Einflüssen, monogam, dann christlichen Einflüssen, Lebenszeit und auch Jesus hat das ja betont und so weiter, keine Trennung. Und dann kommt man irgendwann auf dieses Bild. Aber das ist ein religiös entwickeltes Konzept, könnte man sagen. Ja, Ihr Terrain, er hat es schon angesprochen. Es ist ja aber auch so, dass doch im Ersten Testament zum Beispiel auch zwei Ehefrauen bekannt sind und so. Ja, also polygyne Lebensformen haben wir im Ersten Testament einige. Allerdings dann schon in der Spätzeit nicht mehr. Also sicher für Privilegierte, also in den sogenannten Erzelternerzählungen ist es gang und gäbe, mit den entsprechenden Konflikten auch verbunden. Aber umgekehrt, also Polyandrie haben wir nicht. Also eine Frau mit mehreren Männern. Genau. Ja. Und dann ist es auch später, also in der Königszeit ist es ganz klar Privileg. Also man muss schon reich sein oder eben König und dann kann es bis zu 1000 Frauen gehen. Aber es ist dann nicht mehr die Standardform quasi. Und in der Bildsprache im Alten Testament schlägt schon so monogames Denken durch. Also das Verhältnis zwischen der Gottheit und den Gläubigen wird ja auch als Ehebild beschrieben und halt dann mit der Negativformulierung als Hurerei, sobald das Volk sich anderen Göttern zuwendet. Und das ist dann auch schon monogam konzipiert. Ja. Also da gibt es klar eine, und die ist dann männlich überschriebene Rolle und eine weiblich überschriebene Rolle und nur diese zwei. Und ich meine, zur Zeit Jesu, ich wüsste jetzt nicht davon viel Ehe, also im biblischen Zeugnis nicht. Klar, es gibt es als Fangfrage. Es wird noch nicht verboten. Es wird nicht explizit, aber es gibt es als Fangfrage. Also Jesus wird dann gefragt, was passiert, wenn, also bei dieser sogenannten Schwagerehe, also eine Frau heiratet einen, der stirbt, bevor sie Kinder gezeugt haben. Und dann muss sein, ich weiß jetzt gar nicht, Bruder oder sonst wie, also ein männlicher Verwandter von ihm, diese Frau heiraten, 7-mal und so weiter. Wenn sie dann auch stirbt, mit wem ist sie dann im Himmel verheiratet? Aber da geht es letztlich darum, also es ist eine Fangfrage, die sich über die Auferstehung dreht, also um die Auferstehung ad absurdum zu führen, diese Vorstellung. Und diese Vorstellung oder diese Vorschrift, auch die Frau dann vom Verwandten zu heiraten, da geht es auch um Eigentumsweitergabe? Also das ist sicher eine Sicherung, also jetzt für den biblischen Kontext, eine Sicherung natürlich auch in einer ruralen Gesellschaft. Also wir haben das auch im alttestamentlichen Buch Ruth, die Geschichte von einer verwitweten Frau, die dann letztlich durch List und Tücke und mit einer Prise Romantik an einen Mann kommt, der eben leiblich verwandt ist mit ihrem verstorbenen Mann. Und das ist quasi in der Familie. Sie kann vorher diesen, also es geht auch um Besitz, es geht um Land. Genau. Sie kann dieses Land, also Ruth ist die Protagonistin, kann dieses Land nicht
als ihr eigen nennen. Aber wenn sie dann diesen anderen Mann heiratet, also den, nachdem sie verwitwet ist, dann kann sie es sich aneignen dadurch. Mhm. Also haben wir es auch gebunden an Eigentum und Verwandtschaftsehe auch, ja. Aber nicht als, also eben nicht polyandrisch. Das möchte ich jetzt eben doch ein bisschen besser verstehen, weshalb das denn so ist, weil Sie schreiben ja sogar im Buch, dass es möglicherweise so ist, dass der weibliche Orgasmus auch ein Relikt der promiskuitiven, also auch weiblich promiskuitiven Vergangenheit sei. Ja. Weshalb sind wir denn nicht gemacht für Monogamie oder tendenziell nicht gemacht? Also geben Sie einen Freibrief hier der Gesellschaft. Ja, da machen wir, da müssen wir immer faktuelle Fehler von Argumentationsfehlern unterscheiden, oder? Faktuell ist es so, dass wir ganz plastisch sind. Und es gibt Leute, die ganz glücklich auf Lebensdauer monogam sind. Es gibt Leute, die das nicht schaffen. Aber auch wenn man wieder ethnografisch schaut, es gibt alles so ungefähr bei Menschen. Sogar ein bisschen Polyandrie ist nicht so stabil, aber es gibt es auch. Das ist die eine Sache. Also man kann mit der Biologie ziemlich viel machen in unserem Fall, wenn es um Paarungssysteme geht, wie wir das nennen. Die andere Frage ist, darf man die Biologie, also unsere Grundausstattung, wenn wir die Physiologie anschauen, ist es eindeutig, das passt nicht zur lebenslangen Monogamie. Mhm. Aber darf man diese Tatsache verwenden als Argument, zu sagen, deshalb sollten wir die Monogamie verwerfen? Was ist die Antwort? Nein, das nennt man den naturalistischen Fehlschluss, seit Hume 16, was weiß ich. Also, man darf es nur machen, wenn man sagt, weil, und dann ein Argument hinzuknüpft. Zum Beispiel, Zölibat ist schlecht, weil. Nicht? Dann argumentiert man aus einem biologischen Problem und sagt, das ist so ein richtiges Problem, so schwierig, das können wir nur lösen, indem wir es nicht tun. Das wäre ein Beispiel. Mhm. Monogamie ist, ja, es ist schwierig, aber das andere ist auch schwierig. Also es gibt keine einfache Lösung. Und auch, wenn wir das historisch beschreiben, einfach nur bei den Jägern und Sammlern gibt es da riesige Variabilität. Es gibt Gesellschaften, wo am Ende, das wird gemessen natürlich, am Ende hat eine Frau im Durchschnitt 2 Ehemänner gehabt und es gibt, wo es 15 gab. Mhm. Und weil es jetzt so kompliziert ist, wollen wir das mal kurz zusammenfassen bis zu diesem Zeitpunkt. Was waren denn die 3 Punkte, die für die weibliche Unabhängigkeit vorhanden waren, bis zu diesem Zeitpunkt, die danach eben gewissermaßen ausgeschaltet wurden? Ja. Erstmal die Netzwerke. Mhm. Also die verschwinden, sobald die Sache patrilokal wird, nennen wir das. Also die Männer zu Hause bleiben, die Frauen importiert werden. Genau, wie Sie es zuvor beschrieben haben, ja. Und das andere ist natürlich dann die Machtverhältnisse. Letztendlich ist es alles, geht's um Macht. Wie bei den Bonobos, wenn wir den Weibchen dort die Macht wegnehmen, dann werden die Männer dominanter, sie sind kräftiger und größer. Sobald also diese Besitzvererbung eine große Rolle spielt, dann gehen wir vom patrilokal, patrilineal, das, wo die Vererbung stattfindet, zu patriarchal. Denn die Männer, die mächtigen Männer, die wollen unbedingt diese Linie instand halten und ihr Besitz weitergeben. Mhm. Und dann kommen allerhand Methoden, um weibliche Sexualität zu bändigen, ja, zu kontrollieren. Und weil man genau wissen muss, wer ist mein Nachkomme. Absolut. Mhm. Das ist das Allerwichtigste für einen Erzvater oder wie sie auch heißen in der Bibel. Also sexuelle Autonomie, die ökonomische Abhängigkeit oder genau. Unabhängigkeit eben und dann zum Schluss noch diese Netzwerke. Ja, das dritte Element der ökonomischen Abhängigkeit. Hier sind die Frauen ja mehr oder weniger unabhängig. Die sammeln ihre eigene Nahrung und teilen das. Ja. Und das ist ein Tauschgeschäft, das ist eine ökonomische Einheit. Mhm. Wenn hier der Mann das Land besitzt und sie ein bisschen da noch selber ein bisschen so etwas anbauen kann, dann kontrolliert er das total. Dann hat sie ihre ökonomische Autonomie auch nicht mehr. Hier bei den Matrilinealen gehört das Land der weiblichen Gruppe. Hat er nichts zu sagen. Also letztendlich ist es eine Machtfrage. Und dann geschieht ja, Sie haben es zuvor schon ein bisschen angedeutet, etwas furchtbar Interessantes. Eine winzige vorderasiatische Religion plötzlich ins Spiel kommt und eine große Rolle spielt in der Position der Frau. Können Sie das mal kurz nacherzählen?
Naja, kurz. Das ist eine sehr komplexe Geschichte natürlich. Denn erstmal, wir reden jetzt von Monotheismus. Mhm. Ja, das ist ja eine Anomalie in der Religionsgeschichte. Das ist einmal passiert, wo es sich durchsetzen konnte. Nicht? Also das war ein unglaublicher Glücksfall. Aber diese Glaubensrichtung haben wir jetzt mit allerhand Modifikationen, hat sich das bewährt und hat sich das verbreitet. Teilweise natürlich, weil es sich, wenn wir jetzt vom Christentum reden, jetzt springe ich mal in der Zeit voraus, sich um Armen und Frauen gekümmert hat, zum Beispiel, und Kranken. Bei anderen Religionen war das viel weniger der Fall natürlich. Bleiben wir aber noch so ein bisschen da beim Beginn. Da interessiert mich natürlich auch die Interpretation in der Theologie, also diese Entstehungszeit und auch die Rolle der Frauen darin. Also wie stark diese ganzen religiösen Strukturen eben auch zur Unterdrückung der Frau beigetragen haben. Also sicher ist, also zu Beginn meinen Sie dann im Ersten Testament quasi. Genau. Ich würde schon sagen, die Erfolgsgeschichte und die Explosion hat wesentlich mit dem Christentum zu tun. Also klar, ohne das Christentum wäre es wahrscheinlich weiterhin eine vorderasiatische Religion, wenn es dann noch gäbe. Also oder es gäbe es noch, aber im überschaubaren Rahmen. Im Ersten Testament ist sicher die Genese Gottes wird da erzählt und es hat immer so Spuren vom polytheistischen Hintergrund in den Texten auch. Also es ist ganz klar, die Gottheit ist nicht so, wie wir jetzt immer so sagen, der Gott oder so. Es ist eine viel stärker schillernde Gottheit mit mehr Anteilen, führt auch Selbstgespräche mit sich oder redet im Plural mit sich. Ja. Und das kommt immer wieder vor, aber in der Schriftwertung, wie wir es haben, hat sich quasi diese monotheistische Stoßtrupp durchgesetzt. Also sicher sind da die Prophetenbücher starke Monotheismustreiber, die dann wirklich versuchen, alles andere, was vorhanden war, das ist ganz klar, sonst muss man nicht dagegen sein. Mhm. Also ich muss nicht schreiben, es müssen die Ascheren aus dem Tempel rausgetragen werden, wenn sie nicht drin waren. Mhm. Also die Vernichtung auch anderer Kultgegenstände, anderer Gottheiten, Bekämpfung anderer Gottheiten, eben dann zum Teil auch sehr brutal und wo man das Gefühl hat, wären sie besser auf die Jagd gegangen, als anderen Männern den Kopf einzuschlagen. Also diese Monotheismusbewegung ist im Alten Testament stark spürbar, so in den ersten Teilen. Und die geht zu Lasten der Frauen, das wäre eine Frage. Also es ist sicher eine Verdrängung von, die biblische Gottheit ist männlich, die alttestamentliche, das ist klar, also von der Eigenname ist männlich, die ganze Vokabeln, also die ganzen Verben sind männlich geprägt. Also es ist ganz klar männlich kodiert und weibliche Anteile werden quasi unterdrückt oder ausgeschieden, also als abgewehrt. Mhm. Sie beschreiben das ja auch als Herrschaftsreligion und Alltagsreligion, oder? Ja. Naja, das ist ein unglaublich spannendes Phänomen, dass zurück zu den Jägern und Sammlern. Dann haben wir gemeinsame Rituale, wir haben auch Sachen, die nur die Frauen machen, nur die Männer machen. Ja. Das ist schon immer so. Aber jetzt jeder hat für seinen Geltungsbereich quasi diesen Transzendenzbezug. Also das bedeutet also keine hierarchische Beziehung. Ja. Nicht? Jetzt kommt mit der Sesshaftwerdung und allmählich, wenn diese Kriege wichtig werden, entstehen die ersten Staaten. Und da sehen wir überall, das ist so eine Art Gesetzmäßigkeit, die größten Götter entstehen, was wir heutzutage Religionen nennen würden. Und was ist deren Bereich? Das ist natürlich Krieg. Und dann wird das immer wichtiger. Das andere bleibt aber bestehen. Also man sieht einen großen Strom und einen kleinen Strom. Und jetzt kommt der Monotheismus, das, was wir im Buch sagen, ist, dass jetzt wird das andere nicht mehr toleriert, und kann nicht einfach weitergehen, wird verboten. Ja. Das ist Aberglaube. Mhm. Ja, und dann sind insbesondere die Frauen, das wird ja immer wieder beschrieben, die Frauen wollen das nicht annehmen. Und in dem Moment wird also die monogame, monotheistische Religion, wird intolerant. Das auch monogam, das passt, ja. Genau, gegenüber die Frauen. Und da hat man ein theologisches Argument, um Frauen weiter in die Ecke zu drücken. Aber es ist schon beides. Also wenn ich da kurz sagen, es ist sicher dieses bei dem Bild mit dem Fluss, es wird einiges unterdrückt oder ausgeschieden, habe ich ja vorhin auch gesagt, und anderes wird inkulturiert. Also es ist sicher so, dass die biblische Gottheit auch weibliche Anteile hat oder sich dezidiert selbst nicht als Mann versteht. Also ich sage, es ist männlich kodiert
von Menschen. Aber es gibt viele Anteile oder Selbstbeschreibungen oder eben so, Gott bin ich und nicht Mann, steht im Buch Hosea zum Beispiel, oft falsch übersetzt mit Gott bin ich und nicht Mensch. Aber es ist quasi auch eine Absage an diese Eindeutigkeit. Aber natürlich ist, also es ist wie beides, es ist eine Unterdrückung und auf die Seite Schiebung und eine Inkulturation. Ja. Aber es ist auch schon eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Natürlich. Das ist eine Entwicklung und natürlich, wenn ich es als vage sehe, ist klar, dass der männliche Teil der gewichtigere ist. Ja. Also diese Entwicklung, die Sie jetzt gerade aufgezeichnet haben, möchte ich weitertreiben. Ich möchte über das Christentum noch sprechen. Und zwar genau auch, weil Sie zum Beispiel schreiben in Ihrem Buch, das Christentum habe die westliche Kultur über so lange Zeit bis in den letzten Winkel kontaminiert. Das finde ich natürlich eine mutige Formulierung, das Kontaminieren. Das möchte ich doch noch klären, weil das so anklingt, wäre denn die Welt besser ohne Religion? Das ist natürlich eine absurde Frage, das macht keinen Sinn, aber sie ist ja auch nicht denkbar ohne. Nein, und das behaupten wir natürlich, wenn wir kontaminiert sagen, geht es nur um diese Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Erstens, etwas für die Weltreligionen zu sagen ist, wenn die Welt sich total verändert und alle Mechanismen, die dafür zuständig waren, um die Moral aufrechtzuerhalten, weggefallen sind, weil wir in großen anonymen Gesellschaften leben, ist die Religion die einzige Instanz, die sich noch um Moral kümmert. Also man kann es ein bisschen plakativ sagen, die hat uns gerettet, sonst wären wir, die frühesten Staaten waren nicht unbedingt ein Ort, wo man leben möchte. Mhm. Und sowieso, es ist passiert, wie es passiert ist. Wir beschreiben ja nur, was passiert ist. Aber wenn wir über diese, was haben wir gesagt? Wir haben etwas ganz, ganz Böses gesagt. Von der Kontaminierung? Kontaminierung, genau. Das geht eigentlich ein bisschen auf Augustinus zurück. Und eine Richtung, die das Christentum genommen hat, der bei Jesus überhaupt noch nicht. Genau, das jesuanische Erbe ist dann ja wieder was ganz anderes. Genau, also das nennen wir mit Kontamination relativ zu der Lehre, die Jesus gelehrt hat. Mhm. Gut, wollen wir das doch auch noch anschauen, weil das Christentum ja ganz stark auch eben von der griechischen Philosophie geprägt wurde, jetzt in Bezug auf ihren Frauenbegriff oder die Entwicklung darauf, was man von der Frau gehalten hat, wenn man an die Kirchenväter und so weiter denkt. Ja, also, ja, mit den Kirchenvätern sind Sie ja noch mal einen Schritt weiter schon. Ich denke auch, der quasi, um in diesem Sprachbild zu bleiben, der Sündenfall der Kirche, des Christentums ist die Kirche, also quasi die Institutionalisierung. Genau. In dem Moment, wo sich die Religion, die ist ja am Anfang so eine nicht klar, also für die Römer komplett nicht zu unterscheidende jüdische Sekte. Also bei den ersten Christenverfolgungen sind genauso viele jüdische Gläubige mit verfolgt worden. Die sind ja nicht alle ins Kolosseum geworfen worden, sondern im Bergwerk versklavt oder in Bordelle geschickt. Ja. Weil sowohl Christen als auch Juden aus römischer Sicht die irre Vorstellung hatten, dass kein Mensch verehrt werden soll, also der Kaiser nicht verehrt werden soll als Gott. Also dieser Widerstand gegen den Kaiserkult. Von außen also ein und dieselbe Truppe. Von innen, das sehen wir im Neuen Testament, sehr große Abgrenzungskämpfe, also die Frage an Jesus mit der Ehe im Himmel und noch andere Problematiken gibt es dann so im ersten Jahrhundert, im ersten christlichen Jahrhundert, so eine Ablösung, die dann wirklich auch zur Trennung führt. Also in bestimmten theologischen Fragen ist es eine ganz klare Trennung. Und dann beginnt die Institutionalisierung bei den Christen. Und die ist dann plötzlich wieder, also da bräuchte ich dann vielleicht auch so ein Bild von ihnen, wie, also wo da die Abzweigung falsch gelaufen ist. Weil ich würde schon sagen, dass die ersten, also die Jesusbewegung ist das eine, aber sicher auch das Christentum in Korinth oder also die Christentümer, die wir durch die Briefe von Paulus kennenlernen, sind sehr wahrscheinlich egalitär gewesen. Und Frauen haben eine Rolle gespielt. Und wann kommt dieser Cut und diese Verfestigung, die sich dann natürlich im Mittelalter noch zuspitzt. Ja. Genau. Ja. Und da kommt ja noch eine quasi andere Ingredienz rein, nämlich, dass die Sexualität auch weiblich gepachtet wird. Also, dass es die Sexualität verteufelt wird. Das Üble an der Sexualität ist weiblich. Mhm. Also der Mann hat quasi eine Vollzugspflicht, um seine Genialität weiterzugeben und alles, was so ein bisschen schmutzig ist, ist weiblich, wenn ich es mal so überspitzt sagen darf. Aber das kommt uns, also da würde ich schon sagen, das hat uns auch dann die griechische Antike mit eingebrockt. Das ist also die Welt, in der sich das Christentum dann entfaltet, also in der griechisch-römischen Welt. Es gibt ja so einen
eine Verschiebung quasi von der Levante ins, mhm. in Richtung Rom. Die ist nicht ganz frauenfreundlich, nicht vorher. Nein. Und dieses Befreiungspotenzial schafft es nicht. Also Sie haben ja vorhin gesagt, ja. Christentum oder Religion überhaupt, monotheistische Religionen, die sich kümmern, die Missachtete oder Ausgestoßene ja, irgendwie genau. eine Rolle geben, die sich eigentlich auch um das, eine gewisse Gleichheit kümmern. Irgendwo geht das verloren zugunsten von einem Machtklick. Ja, ja, was wir sagen, ist diese griechische Philosophie. Genau. Die vorchristliche genau. und ja, ja. vorbiblische, naja, die außer natürlich die, dann den Einfluss nimmt. Der rein integriert worden ist, weil man es natürlich verkaufen müsste außerhalb vom kleinen Levantengebiet, die ist unglaublich patriarchal geprägt. Wir können alle diese Zitate von Plato, Aristoteles ja. und all diese Leute, dass Frauen sind mangelhafte Männer. Das hat damit zu tun, ethnografisch, dass die Griechen, die waren eigentlich hier in dieser Phase da so hängen geblieben, mit ganz kleinen Gesellschaften, wo Frauenmangel herrschte, mhm. weil sie brauchten Männer für Verteidigung. Und das ist also eine ganz, das haben die mitgebracht in ihre Philosophie. Und das hat sich dann ja, verknüpft mit dem christlichen Glauben. Aber wenn ich da den Monotheismus geschwind verteidigen darf, die griechische Gesellschaft, also nicht verteidigen, aber die griechische Gesellschaft, also die vorchristliche, ist ja polytheistisch. Das leuchtet mhm. mir nämlich an der Monotheismus-Hypothese, also nicht an, mir leuchtet viel ein, aber der Polytheismus ist ja auch nicht das Wahre oder das Gleichberechtigte. Das genau. finde ich ein bisschen schief mhm. Nein, aber geguckt. Ich glaube, da, ah, da sind wir uns einig. Gut. Völlig einig. Gut. Ja, ja. Also weil natürlich ist der Monotheismus, den wir kennen, ist ja auch aus dem polytheistischen System entstanden und hat dann diese männliche Spur bevorzugt. Aber genau, das wäre dann eben die Frage, wie denn das Patriarchat in diesen letzten Teilen in polytheistischen Gesellschaften, also die nicht dieses mhm. Jüdisch-christliche Erbe haben, entstanden ist. Hat sich auch das, breit gemacht. Klar, genau. Das Patriarchat gab es ja schon längst, bevor es überhaupt Judentum gab. Ja. Die haben es ja auch mhm. nur importiert mhm. von den großen Nachbarn. Die waren so beeindruckt von den großen Nachbarn. Aber es gibt dann so eine Form von oder so ein Konglomerat, das entsteht dann durch den Monotheismus und die Verbreitung dieser Religionen. Genau. Ja, das hat sich so angereichert, jeden Schritt. Und dann kommen dann, das wird Staatsreligion. Mhm. Und dann, das hat total andere Forderungen. Aber das ist schon, dann, ja, schon spät. Also es ist ja dann schon 200 Jahre genau. unterwegs genau. im Römischen Reich, bis es Staatsreligion wird. Ich denke schon, wahrscheinlich dieser Eigentumsbegriff, also das Denken darüber, was passiert, wenn ich Eigentum habe und das verteidigen muss. Weil die ersten Christen sind irgendwelche Sklaven und Sklavinnen, mhm. sehr wenige wohlhabende Menschen, die aber dann irgendwie kommunistisch denken oder so, aber nicht, also dieses Eigentums kommt erst später dazu. Aber Sie tun mir jetzt dieses Thema mit der Sexualität so ein bisschen schnell weg, weil da interessiert mich noch etwas. Mhm. Okay. Es gibt ja diese Gegenüberstellung gewissermaßen von der Eva und von der Maria. Und die Maria, mhm. Die ja dann letztlich auch eben mehr oder weniger asexuell gemacht wird. Mhm. Also sie hat jungfräulich empfangen, sie etc. Also es ist keine Figur, die irgendwie mit Sexualität in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und da möchte ich schon das besser verstehen. Weshalb ist das so? Weshalb entsteht auch so eine Dichotomie? Mhm. Und Maria ist dann eben nicht mehr einfach der schlechtere Mann oder der ja, genau. Also sie ist eigentlich die bessere Menschin überhaupt. Genau, ja, genau. Genau. Also sie ist ja näher, also jetzt nach der heutigen römisch-katholischen Kirche, Lehre noch eine Stufe quasi höher als mhm. die Menschheit überhaupt. Ja, wieso? Das ist eine gute Frage. Es ist sicher, also wir haben bei Paulus dieses Bild, ja. dass er in seiner Lehre quasi um die Erlösung, die er versteht, dass sie in Christus gekommen sei, um die Erlösung klar zu machen, muss er davon sprechen, dass auch erst der Mensch erlösungsbedürftig ist. Und das nimmt er die Vorstellung, wie durch, also ich sage es jetzt wahrscheinlich nur in der Luther-Übersetzung, also wie durch einen der Tod, so kam durch einen die Auferstehung. Also die Vorstellung, der Tod der Menschheit kommt über Adam und er spricht Adam an namentlich. Und Jesus oder Christus in der Sprache von Paulus ist dann wie so das Gegengewicht zu Adam. Ja. Was da aber theologisch wichtig ist zu betonen, ist, Adam ist auch hier der Mensch, also steht für die gesamte Menschheit und ist nicht geschlechtlich konnotiert, genauso wenig wie Christus in dem Bild von Paulus, also quasi die Geschlecht von Jesus
ob er jetzt Penis hatte oder nicht, eine Rolle spielt, sondern auch die Vorstellung, Gott wird Mensch, wer jetzt an Weihnachten in der Kirche war, hat es vielleicht ein paar Mal phrasenhaft gehört, aber trotzdem, die Vorstellung der Menschwerdung ist nicht die Vorstellung der Mannwerdung Gottes. Ja. Und aber in der christlichen Theologie wird es dann quasi geschlechtlich verstanden, oder? Adam, der erste Mann, der Mist gebaut hat, und Christus jetzt als der Mann, der diese Erlösung bringt. Auflöst. Ja. Und dann ist das Geschlecht, also dann braucht man wieso das zweite Paar dazu in einer heteronormativen Welt. Mhm. Und dann haben wir Eva und Maria. Mhm. Aber also Mariologie ist ja nicht gerade frauenbefreiend. Nee. Also es ist ja interessant. Das wär eine neue Sendung, genau. Leider müssen wir uns schon, muss ich Sie schon in die Schlusskurve mitnehmen. Wir sind schon fast am Ende der Sendung nämlich, und ich möchte da noch etwas besser verstehen, damit wir auch aus sowas lernen können. Sie denken in ganz anderen Zeithorizonten. Für uns sind vermutlich schon 2000 Jahre, fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Ich frage mich, wir haben doch emotional keinen Zugriff auf diese Zeit. Wie können wir trotzdem kulturell daraus lernen, was Sie hier auch ausgearbeitet haben, zusammen mit Kai Michel? Wieso haben wir keinen Zugriff? Also wir sind Menschen. Und Menschen haben sich in den letzten paar hunderttausend Jahren nicht groß geändert. Und die letzten 12.000 waren sowieso viel zu wenig, um uns groß genetisch zu ändern. Mhm. Wir sind unglaublich plastisch, aber wir haben unsere Präferenzen. Wieso zum Beispiel regen die Frauen sich schon seit langer Zeit auf darüber, dass sie unterdrückt werden in der Kirche? Das ist altes Jäger-Sammler-DNA, buchstäblich. Also etwas, das sich in ihnen wehrt quasi. Genau, das ist verankert, biologisch verankertes Präferenzendenken. Und also wir sind aber sehr plastisch, wir können uns ändern. Die Beziehung zwischen Subsistenz, Gesellschaftsform und Glaubenswelt, die ist schon längst nicht mehr zwingend, wie die früher war. Das können wir jetzt anders denken, als wenn wir das wollen. Also wir sind größtenteils frei, um unsere Gesellschaft zu gestalten, unser Glauben zu gestalten, wie wir wollen. Deshalb an Sie, Frau Stark, die Schlussfrage, wenn wir jetzt diesen letzten kleinen Zipfel auch vor uns sehen, in diesem 1%, worin wir uns befinden. Sie haben zu Beginn auch gesagt, dieser 1% ist Ihnen ja auch in den Leib, in Leib geschrieben gewissermaßen. Auf was dürfen wir denn hoffen? So, hoffen dürfen wir immer auf alles. Also ich würde mitnehmen, dass wir in diesen drei Punkten, die Sie angesprochen haben, was quasi den Frauen verloren gegangen ist da vor 12.000 Jahren, dass wir da auf einem guten Weg sind, Dinge wiederzugewinnen. Also ich lebe selber in Frauennetzwerken und wir sind wieder viel stärker vernetzt. Die Geburtenkontrolle, also das wäre jetzt dieses ist eine Autonomie. Entwicklung, also es ist glaube ich eine kulturelle Errungenschaft, die uns noch sehr weit bringen kann. Den dritten Punkt weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, wir können auch viel hoffen, weil wir ja unterwegs sind. Ökonomische Unabhängigkeit, sexuelle Autonomie, über den eigenen Körper entscheiden und so weiter. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das schöne Gespräch. Gerne. Nächste Woche geht es hier um die Herausforderungen, die sich Paaren aus unterschiedlichen Religionen stellen. Und jetzt gleich spricht Yves Bossard mit dem Historiker und Bestsellerautor Philipp Blom, und zwar über die Zukunftsvision, die wir dringend brauchen, wie wir gesehen haben. Bleiben Sie also dran und bis bald.